Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren schnetzelhaften, wundervollen, traumhaften, teilweise untoten Folge Diablo 3. Du sprichst das so abfällig aus, finde ich. Nein, ja? Gar nicht. Ja doch, so ein Stück weit schon. Ja doch, ich finde schon. Ja, da steht's ja drauf. Warum sind die eigentlich unsichtbar? Weil sie es können. Die sind doch unsichtbar, ne? Ne, ich sehe sie eindeutig. Ja, ich auch, aber die sind irgendwie so, man kann so ein bisschen durch die durchgucken. Naja, sie sind halt tot, ich meine. Ja, aber das sind doch Skelette, warum kann man da, ja gut. So, also wir hatten in der, zwischen den Folgen haben wir ja den Kopf abgegeben, haben die nächste Aufgabe gekriegt, gehen einfach mal weiter, ne? Oder? Würde ich sagen, wir gehen einfach mal zurück hier, ne? Ja. So zurück, schwupp. Ich folge dir einfach, das ist am leichtesten. So. Die Oase von Dalgur. Wo war die denn noch? Jetzt bin ich gerade am gucken. Sind wir überhaupt richtig, ist die Frage. Also er zeigt uns hier auch kein Ziel an, ne? Aber da oben müssen wir, glaube ich, hin. Ja, gut. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Da wir hier schon aufgeräumt haben, ist das alles nicht so schlimm. Du meinst da oben, wo wir schon waren? Oh. Ja, aber wir mussten ja zurück, um uns die Quest zu holen. Genau, nee, aber das meinst du, diese Brücke da oder was? Ja, ich glaube, das war da. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich glaube, das war so. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe da auch ein gutes Gefühl dabei. Super. Setz mich gar nicht unter Druck. Nein. Du, ich vertraue dir blind. Ja, ja, mach nur weiter. Ich bin mir ganz sicher, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Aber ich glaube, wir müssen dahin. Ich glaube auch. Vielleicht hat meine Erinnerung, verlässt meine Erinnerung mich jetzt ja nicht vollends. So, hier meinst du, ja? Ja, und guck mal, da blinkt's auch. Siehst du? Die Oase von Dalgur. Ich hab immer an dich geglaubt. Ja, dann mach doch. Hier Warum sind wir hat richtig. Er so dreckig gelacht? Weil er es kann. Weil er gar nicht anders kann. Ach, wir haben hier mehrere Wege. Ach, der Kaiser ist wieder da. Hast du? Der sich überall rumtreibt. Also der hat Angst vor seinen Wächtern, aber treibt sich hier überall rum. Ja. Passt nicht, ne? Aha. Ja, wir gehen einfach hier rein, oder? Ja, ich glaube, eine Alternative gibt es ja irgendwie nicht. Das ist der westliche Kanal. Achso, da müssen wir den hebeln und da müssen wir bestimmt den anderen. Kampf liegt hier in der Luft. Hat das echt keinen Zorn gekostet? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Ah, hat ja Abklingzeit. Noch kann ich es nicht wieder einsetzen. Ich probiere das gleich nochmal aus. Oh. Nee, Tatsache. Das ist doch cool. Ja, aber ich glaube. Da, ja, echt? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Was jetzt? Dass das kein Zorn verbrät. Der hat doch so ein anderes Ding. Ja, na klar. Dann ist das doch eine sehr positive Sache, das. Ja. Ja. Kann man doch nicht meckern. Ne, da gibt es noch ein paar andere, die auch keinen Zorn verbrauchen. Also, oder eine andere gibt es da auch noch. Da muss ich die ja direkt auch nochmal austesten. Oh, Zitterale. Manchmal hat sie aber auch selten dämliche Sprüche drin. Ne? Ja. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Was für ein Kreislauf? Meint sie damit, dass wir im Kreis laufen oder was? Kompost. Meinst du? Ja, Kompost meint sie.
Noch nicht. Oh, da ist ein Gelber, der mir die ganze Zeit auf die Mütze haut. Oh ja, jetzt sehe ich das auch. So, Ruhe. Ups. Denk grad, wer prügelt denn da? Der hat sich jetzt aber ein bisschen geziert, ja? Ja. Verstehe ich gar nicht. Nein, Anstellerei. Ja. Eindeutig Anstellerei. Da können wir hier nochmal zurück, weil da hinten blinkt es. Machst du da? Achso, du blinkst. Ja, da waren, genau, da, die sind mir hinterhergelaufen. Die Schweine, die. Ja! Ja, kannst du ja gerne tun. Wolltest du da zu dem Geblinke? Das ist unser Ziel, ne? Ja, das ist ja hier. Oder wo willst du lang? Also ich gehe hier, ich gehe hier lang. Ach so. Hier sind auf jeden Fall noch Gegner. Ach so. Jetzt hast du mich verwirrt. Ich finde immer da, wo die Gegner sind, müssen wir auch hin. Ja, weil du hast gesagt, wir wollen zu dem Geblinke. Ja, aber zu dem Geblinke kann ich auch hier lang gehen. Das hast du aber nicht gesagt. Ach so. Das geht vorhin auch noch nicht. Ich wollte jetzt deinen Templer auch nicht überfordern oder so. Ne? Also du, ich bin ja ein bisschen schlichten Gemütes. Zumindest dein alter Ego. Ja, 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 ja. Was macht ihr da? Hallo. Ich bin ja eher tiefsinnig. Wer war eigentlich diese Lea? Was? Klar. Absolut. Oh, da ist... Oh. Sackgasse? Da war auch ein bisschen glitschig. Gut, dass der nicht runtergefallen bin. Ich glaube, da oben geht es irgendwie nicht weiter. Das sein, mit deinen Sandalen. Das darfst du nicht vergessen. Ja, stimmt, hier kommen wir also doch nicht lang. Mit diesen Gummiklocks. Ich weiß auch nicht, ob das nach den Sicherheitsarbeitsrechten oder na, du weißt, was ich meine. Ob das so, so gut ist irgendwie. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch nicht, aber ich finde das auch nicht gut, dass du mich hier so runterschleppst. Weißt du, ich meine, hier Stahlstiefel, die rosten. Ja, mein Gott, mein High Heels ist das auch jetzt nicht so zu träglich. Du hast doch bestimmt nasse Füße. Hier ist der Hebel. Oh. Ein Hebel wäre betätigt. Sagt sie. Hammer. Wo geht's da? Bist du da raus? Ja. Ja. Östlicher Kanal, da müssen wir wahrscheinlich hin, vermutlich mal. So. Ja, das macht irgendwie Sinn. Ein Stück weit. Okay, dieser Strahl ist jetzt allerdings auch nicht der Burner. Noch nicht jedenfalls. Das gebe ich ja zu. Ich bin eingefroren, oder was? Ja, war ich auch. Wieder eingefroren. Lass das doch mal hier. So, dann, ich glaube, ich werde den Strahl wieder wegnehmen. Nehmen wir da himmlische Vollstreckung. Ich habe derweil mal die Gegner. Oh, das ist ja cool. Was ich bin gespannt. Ich kann so, jetzt kommen Avatare meines Ordens. Oh, ja. Hammer. wenn ich da so auf die drauf springe. Also. Also. Ja, cool. Wie lange bleiben die? Ah, jetzt ist sie schon wieder weg. Ah, gib auf im Namen meines Ordens. Das sagt meine nicht, mag sie nicht. Sie ist da, glaube ich, mehr so auf dem Ego-Trip.
Ja, komisch, ne? Das ist aber, wenn man sich so ständig mit Kreaturen umgibt, die nicht antworten. Stimmt, so Skletter sind ja zumeist eher nicht so redselig. Los. Oh, das war eine Falle. Na. Ey, das sind ja meine Kumpels hier, das sind ja Skelette. Das geht nicht. Was machen da die muss ich streiken. Ja, die sind hier fahnenflüchtig, hier Abtrünnige. Da muss ich streiken, das geht nicht. Also die Ideen, die sie hatten, die waren schon gut. Also das ist, ja. Muss ich sagen, also auch die Charaktere sind ja total unterschiedlich, ne? Ja, absolut. Und jeder so echt besondere Sachen. Kein Wunder, machen sie bei einem so ein Update nur einen Char dazu. Alter, der Typ da hinten geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack, ne? Wo? Ich habe da gar nicht mitbekommen, dass du dich da mit einem rumhaust. So ein blauer, so ein Bossgegner irgendwie. So, jetzt ist Ruhe. Wenn nichts mehr hilft, dann hilft dieser Super-Mega-Geist. Macht irgendwie 3000% Waffenschaden. Ich will eigentlich gar keine Stufe mehr aufsteigen. Ich will keine neuen Fertigkeiten. Ich krieg ja nie irgendwie eine Kombination hier rein, bei der ich sagen würde, jetzt... Jetzt kann ich es, jetzt kann ich das mal üben. Komm, hol das Gold, hol das Gold. Sei ein braver Goldwauzi. Ja, hol das Gold, such, such. Kennst du noch diese Werbung? Wir sind die Wautis. Ja, das sagt mir irgendwie was, aber nicht mehr so. Ich hab das total verdrängt. So gut das eben ging. Aber da holt mich gerade mein Char so aus diesem Wautzi-Gedöns, weil es gerade sagte, irgendwie was ganz Brutales jedenfalls. Was? Ja. Von Caldeum wurden auf Geheiß des Handelskonsortiums geschaffen, nachdem vor 3 Jahrhunderten die Oase von Dalsir entdeckt worden war. Obwohl Caldeum schon viele Jahre... Dann müssen wir raus. Ja, ich hab so die... Ich könnte fast vermuten, dass ein Hebel dahinter ist. Ja, das ist sogar so. Oh. Oh. Ui. Zu den trostlosen Sanden. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin will. Tür hinter einem Wasserfall versteckt. Fantasievoll. Geht so. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir irgendwie, Archive erreichen. Irgendwie wirkt er immer so bedrohlich, finde ich. Ja, finde ich auch. Nicht so nett, vor allem er lacht immer so gehässig dabei. Ich weiß naja. Nicht, ich weiß nicht. Kuckuck. Es wäre gar nicht so schlimm. Na, dann gehen wir mal zu dem Fass. Fass. Ah, ich kann mich umdrehen. Ah, da haben wir wieder einen gefunden. Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig. Ja, das glaube ich schon. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende hilft, mir ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld schicken. Die haben ja auch sonst nichts zu tun. Nein, das ist mir klar. Machen wir gerne. Vielleicht. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Chef. Das hätte ich nicht gesagt. Nein, ich hätte das habgierig zumindest weggelassen. Ich kann mir nicht erklären, warum ein junger Oh, blauer Gegner da oben. Oh, ich hab direkt ein bisschen was auf der Mütze gekriegt. Also ein bisschen. Da ist aber ein Schnitt, ich werde sterben.
Oh. Genau, wenn wir sonst nichts zu tun haben, uns die Architektur anzuschauen. Oh, ein Traum. Oh, ist schön. Guck mal, wie sie das hier gemacht haben. Ja, herrlich. Oh. Und die Bepflanzung erst. Leichen pflastert in ihren Weg. Da sind wir wieder beim Kompost, ja. Ja. Weiß ich doch nicht, und das ist mir auch egal. Ich glaube, der hat ein bisschen Angst, also wieder rumquatscht hier. Ja. Wir nicht. Wir sind Helden, wir verlaufen uns grundsätzlich nicht. Nein! Denn war das so gewollt. Ah, da kennt er uns aber schlecht. Weil wir so Orientierungswunder sind. Aha. Hier ist Sackgasse, ne? Oder was? Ja. Das ist schon ein Ding. Dann gehen wir hier lang. So. Hebt ihn auf. Naja. Was? Junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Nein, niemals. Ich suche schon seit langer, langer Zeit nach einem bestimmten Edelstein. Ja, wir auch. Es, wenn ich euch auf eurer Reise begleite. Nein, eigentlich nicht. Solange ihr keinen Ärger macht. Der Ausgang ist nicht weit. Jetzt hast du ihn eingeladen. Na toll. Ja, den werden wir gleich ja wieder los. Nein, glaube ich nicht, und halt die Klappe. Guck mal, hier unten, ich weiß gar nicht, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin auf der Seite. Ja, dann sollten wir aber da noch hin. Wir wollen hier nicht übrig lassen. Ne? Guck mal, die waren schon ganz sauer hier. Das, Na, das wollen wir aber ja nicht. Ne? Oh, das wir war's. Wollen ja auch, ja, super. Okay. Dieser Weg war umsonst. Dann mache ich dafür ein paar Vasen kaputt. Irgendwo muss die Aggression hin. Das ist einfach. Ja, irgendwo ja, muss ja. die Aggression hin. Denkt ihr je über das nach, was Alaric gesagt hat? Nein. Nö. Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ja, geh du mal zurück in die Stadt. Das, hier ist wieder, aber hier ist gerade wieder so schön blau. Oh, ich mag blau. Da ist ein Portal. Sind wir das? Bla bla bla. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein. Nein. Obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Was? Das will ich gar nicht sein. Oh, nein. Ich stelle mir nicht ein, ein Gott sein zu können. Das überlasse ich euch. Kein Grund, so abfällig zu werden. Doch. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Ja, jetzt ist gut. Hast dich jetzt ausgekotzt. Ja, wer sagt denn das? Holen wir uns den wirklich wieder? Ja, holen wir. Oh, dabei ist er so unsympathisch. Ja, aber wir schicken ihn auch wieder weg. Obwohl er auf die eine oder andere Weise auch ein bisschen lustig ist. Halt, Gold lassen wir nicht liegen. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich krieg aber ganz schön Probleme. Ach ja. Die Hora konnten sie nicht zerstören.
Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich... Oh, der ist echt mitteilsam, der Bursche, ne? Ja, komisch, ne? Also dafür, dass der uns erst so gar nicht und jetzt mit einmal ständig was am Quatschen. So, ich glaube, ich muss jetzt, also echt, ich habe jetzt ja schon mal, zwischen den Folgen habe ich ja ein bisschen Items ausgetauscht, aber noch nicht alles. Ja. So, also ich glaube mal waffentechnisch muss ich noch mal ein bisschen was tun. Man merkt schon, der Schaden wird ein bisschen geringer im Vergleich zu den Monstern. Ja, ja, die Monster werden... Länger. Obwohl das bei mir eben halt alles fast über die Magie geht, also von daher geht's. Ja, bei mir ja auch so. Also ich sag mal, man kommt schon zurecht, aber ich merke schon, das ist ein leichter Unterschied. Es dauert halt wieder ein bisschen länger mit den Angriffen. Ja. So, aber die können mir momentan ja nicht viel. Das heißt also, aktuell habe ich ja auch noch Zeit. Da werde ich dann zwischen den Folgen wieder gucken müssen. Meine Mutter hat mich davor gewarnt. Hätte ich nur auf sie gehört. Morgen Abend werden wir die Infanterie gegen die Stürme ausrichten. Wer das überleben soll. Vielleicht werden wir es nicht. Ich finde ja auch so Spiele so schön, wo du so ein bisschen drumherum hast und Infos kriegen kannst, wenn du das möchtest. Ja. Das, wo es aber nicht so relevant ist, dass wenn du es eben nicht möchtest. Gut, weil es läuft ja so parallel, so ganz nice nebenbei irgendwie. Ja, und dann geht's, ne? Und wenn du es nicht möchtest, kannst du es auch wegschalten. Das finde ich eigentlich gut. Ja. Es ist ja nicht so meins, wenn man tausend Gespräche irgendwie führen muss, um endlich zu wissen, was man eigentlich machen soll. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich schon ab und zu ganz gerne storylastige Spiele spiele, muss ich sagen. Ja, das weiß ich so, aber also storylastig will ich jetzt auch nicht sagen, aber was mich so nervt, ist, wenn du tausend Leute besuchen musst, um da irgendwie drei Infos zu kriegen und so ganz viel bla 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 bla. Das ist denn nicht so meins. So, wer war er denn? Er war groß. Ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir automatisch erstmal außenrum gehen? Ich weiß nicht, mache ich immer so. Ich kann ja, ne? Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Das hat so eine gewisse Systematik. Ja. Weil dann weißt du, wo Ende ist. Wenn du dann einmal rumgelaufen bist, klapperst du danach noch die Mitte ab. Hier ist ein Portal. Irgendwie so gefühlt. Also ich könnte dir nicht mal sagen, warum das so ist. Ja, mir ist das nur gerade eben so klar geworden, so, weil wir beide so diese Vorgehensweise haben. Erstmal alles außenrum angucken. Ja, genau. Und dann in die Mitte. Oh, kann ich die mitnehmen? Was denn? Die Flügel da? Kannst du mal aufhören da hinten? Kiste. Komische Geräusche. Wenn sie schlecht gegessen hätten. Ja, fand ich jetzt auch irgendwie so. Oh, da kommt irgendwie Luft raus aus dem. Lass schnell weiter. Nachher gibt es noch Giftschaden. Ja, aber ganz böse. Da müssen wir bestimmt nachher rüber. Ja, genau. Ich vermute auch. Na, das hätte ich mir sparen können. Also das ist aber schon ein großes Gebiet auch, ne? Die Gebiete werden größer, oder kommt man das nur so vor? Nee, ich habe auch so den Eindruck. Ich habe keine Zeit für eure Ausflüchte.
wahnsinnigen Zauberers. Abschlachten. Ja, irgendwas mit wahnsinnigen Zauberern. Also, ja, ja. Wir uns nicht gemeint haben. Nein, nein. Nein, nein. Die brauchen ganz schön lange gerade, oder? Oh, wieder weg, wieder weg. Oh, eingefroren haben sie nicht. Da geht noch mal was hoch. Ja, jetzt bin ich aber rausgekommen gerade. Ah, sowas. Aber... Oh. Ja, weiß ich, ob das... Also so viel Schaden habe ich lange nicht gekriegt. Ich glaube, es zieht gerade an. Ja. Wir brauchen auch länger, um die Gegner wegzumachen. Ich meine, die Leichenexplosion funktioniert immer noch, wenn Leichen da sind. Ja, aber erstmal Leichen machen, meinst du? Aha, so ein, zwei sind dann immer recht hilfreich. Und ich muss sagen, hier sind echt meine Skelette super hilfreich. Die schnetzen da schon so richtig fluffig vor sich her. Da lag ein Buch hier in der Reisetasche. Ich komme gleich zu dir. Jetzt liegt hier keins mehr. Doch, oder? Die habe ich noch. Nee, alles da ist da. Oh. Machst du Randale? Nee, ich war gestolpert und. Achso, ja, okay. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es gleich. Da ist doch wieder irgendwo ein. Da unten ist er. So, komm mal her hier. Komm mal ran. Hier, Burschi. Nee, 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 Burschi. Du haust nicht ab. Hier ist wieder unser Ziel. War es unser Ziel? Ja, er sagte, in dieser Höhle wäre ein wenig Blut von ihm. Da unten leuchtet's. So, irgendwie habe ich da eine Kiste aufgemacht. Also ich habe gerade mal in diesen komischen Golem gejagt. Ja, ich auch. Und aber der, ich hatte ja noch erst auf die Kiste, aber dann war ich hinter dem Golem hinterher. Jetzt dachte ich, ich hoffe mal, dass... Aber ich glaube, mein Sammel hat alles eingepackt, was da goldmäßig war. Ja. Kann man nicht anders sagen. Nee. Und wird auch immer größer. So, hier sind wir jetzt wieder da, wo wir sowieso schon waren. Ja, das haben wir auch schon erkundet. Aber da oben, guck mal auf die Map. Oh nee, doch nicht. Das, oder doch? Ist das jetzt hier, ist das in der Mitte, ist das alles noch nicht erkundet, oder? Ja, das alles noch nicht erkundet, weil wir ja einmal außen rum gelaufen sind. Du ahnst es nicht. So, und hier drüber sollen ja das Blut. Oh. Was genau heißt O? Oh, ich habe hier irgendwie ein Vogelnest. Und dann habe ich, aus Versehen, kommen da damit einmal ganz viele. Vögel. Das mochten die nicht. Gesocks. Gar nicht. Ja.
Also der Sammelgolem da, den wir dabei haben, der ist ja echt, also der stützt sich ja überall rein. Der ist Gold wert. Ja, echt. Da ist eine Kiste hier so, falls sie noch nicht geöffnet hast. Das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte. Die Wüste ist übersät mit Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalten. So, wie machen wir das jetzt? Also zeitlich sind wir jetzt gerade schon wieder eine halbe Stunde verrannt. Ja, wenn wir jetzt hier ein Stadtportal aufmachen, dann porten wir uns ja beim nächsten Mal genau hier wieder her. Mhm. Das ist ja das Gute. Das wäre ja eigentlich super Plan jetzt gerade. Gerade jetzt, wo es auch spannend wird, denke ich mal. Ja, definitiv. Na, also, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Das wird richtig hammerhart nächstes Mal. Ja, ihr seht es schon, zieht gerade an. Es zieht gerade an. Es zieht an. Wir schwächeln so ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir die nächste Folge überhaupt überleben werden. Du willst ja auch nicht sagen, dass wir sterben. Wir sind gut. Psst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.